Wie dem auch sei. Jetzt haben wir 2 Stunden Zeit, bis Serpentilius' Experiment abgeschlossen ist. Jemand eine Lust, Karten zu spielen? Ich muss doch dem Navigator Bescheid sagen, wegen des neuen Kurses. Ja. Nein, Boltax, ich habe Aufgaben, aber vielleicht kannst du mir ja dabei helfen. Diese Halluzination, von der du und Rafim gesprochen hast, das war dieser Zauberspruch, womit du auch den Diener des jenseitigen Mordbrenners in die Knie gezwungen hast, oder? Ja, natürlich. Aber wieso? Worum geht es denn? Wir haben jemanden in den Arrestzellen, den gilt es zu brechen. Ach, nichts leichter als das. Ihm wird sich dessen sicherlich annehmen. Er bricht sehr gut Knochen. Ja, ich dachte schon, dass das vielleicht eine Aufgabe für Rafim ist. Aber er ist in letzter Zeit etwas aggressiver gelaunt. Ich habe Angst, dass er ihn zerbricht, weil er falsch anfasst. Ah, ich verstehe. Also soll ich euch helfen, ihn geistig zu brechen? Ich will nicht seinen Körper brechen, ich will seinen Geist brechen und Gut. ihn dann vor der Mannschaft vorführen, dass sie sehen, was aus jenem geworden ist, der diese Verschwörung angezettelt hat. Nun, selbstverständlich, das kann ich sicherlich machen. Und was soll ich Ihnen glauben lassen? Wie genau funktioniert denn das? Kannst du ihm alles glauben lassen? Ja, ich könnte ihm sagen, sieh, du bist ein Hühnchen. Naja, und er wird gackernd übers Deck laufen, wenn es das ist, was du möchtest. Ich glaube, mir fällt da noch was Besseres ein. Selbstverständlich, überleg dir in aller Ruhe das, was du machen möchtest und komm dann auf mich zurück. Gut, danke dir, Boltax. Dafür doch nicht. Das ist meine leichteste Übung. Erschreckend. Unterdessen. Es sei denn, jemand anderes hat was. Nö. Gut. Die Zeit vergeht. Ja, Sonnenuntergang sollte relativ bald sein. Ich würde dann direkt die Nachricht absetzen wollen. Und davor kurz beim Navigator gewesen zu sein und nachgefragt zu haben, wie weit er es denn denkt, dass es von hier bis zum Boronsgrund ist. Bis zum Ja, Boronsgrund. ich weiß, das Ding ist im Südmeer, aber ich weiß nicht wo. Ja. Also der Navigator, Kapok kann das selbstverständlich machen. Kapok ist ja ein Genie und er schätzt ganz grob 500, 600 Meilen. Gut. Und dann schließe ich mich in meinem Stübchen an und ziehe eine Kerze mit einer Gänsefeder als Docht. Und als das gelungen ist, werde ich dann nach so einem Untergang die Nuncio Holo wirken. Das ist leider etwas involvierter. Soll ich ihn jetzt würfeln oder? Ja, würfel jetzt einfach mal. Das ist leider etwas involvierter. Also, ich lasse mir selbstverständlich Zeit. Dann werde ich die Variante der hohen Loyalität sprechen. Das ist eine Erschwernis von 3 Punkten. Das kommt dann also am Ende auf die 1 raus. Ich bekomme einen Punkt Bonus, also einen Punkt Erleichterung, weil ich den Merkmalsfokus Beschwörung habe und einen Punkt, weil ich den Merkmalsfokus Dämonisch habe. Da sind wir insgesamt auch wieder auf einer 3er Erleichterung raus. Ich möchte 5 ASP zusätzlich investieren, um die Loyalität der Kreatur zu erhöhen. Wofür das genau gut ist, erzähle ich gleich. Und ich möchte dann, sagen wir, 10 ASP investieren für die Flugzeit. Wie genau das reinspielt, erzähle ich auch gleich. Wir sind jedenfalls jetzt bei Kosten von 20 ASP dafür. Sinkt durch den Stabfokus um 1. So, wir hatten eine Erleichterung. Lass mich die eintragen. Tada. Und ab dafür. Doppelt Das ist der 20. Patzer. Und ich habe keinen Chip. Wow. Abelmir ist ja involviert. Möchte der vielleicht? Darf der? Nee. Oh Mann. Du bist der Dann ist Magier. das jetzt ein Patzer. Ja. Erzähl mir doch mal gerne was zu den Sachen, die du gerade gesprochen hast. Der Zauber klappt. Du siehst, wie vor deinen Augen das Papier verbrennt und sich Ascheflügel aus dem schwarzen Rauchtrümmern dann erheben von dem Papier, von dem Pergament. Und der Nuncio Volo als Fledermaus in Richtung Süden aufsteigt. Serpentilio hat die Kerze mit der Gänsefeder verbrannt und dabei Lolgramond angerufen, um ein wenig Essenz aus seiner Domäne zu ziehen. Was auch immer da jetzt rausgekommen ist, offensichtlich weiß ich nicht. Das ist nicht wahr, was ich wollte. Genau, es hat ja funktioniert. Ich meine, Wollte Zauberkontrolle das nicht regeln? Ich glaube, bei der Zauberkontrolle Also, merkst du, das dass es Schöne.
Das Schöne ist ja, er hat ja sogar noch 14 Fertigkeitspunkte übrig. Mhm. Also, es ist ja halt ein Patzer, aber er hat halt funktioniert. Ja. Da kann halt jetzt alles passieren. Bei Zaubern sowieso. Das heißt aber auch, dass ich die vollen ASP zahle, nicht wahr? Ja, richtig. Der Brief kommt ja okay. auch an. Gut, 33 minus 19 sind 24. Sag dir, Finger weg von meiner Truhe. Die ist auch Lolgramot. Nicht mehr lange, bald ist sie meine. Und dann kehrt er. Ich glaube, schwingt er danach direkt bei Kanazetiana durch, denn wir werden das in einem Aufwasch weg haben. Falls sonst nichts passiert. Ja, fragen wir sonst die anderen. Habt ihr noch irgendwas vor in der Zwischenzeit? Ja, ich will nur den neuen Kurs setzen lassen bei dem in Richtung, Navigator. In Richtung Süden, alles klar. Ich würde mit Diamantis unter Deck gehen zu den Gefangenenquartieren. Okay, Boltax und Diamantis. Richtig. Zu Eirik, ja? Ja, jo. Zu Ismaban. Zu Ismaban, ja. Bevor wir eintreten, würde ich Diamantis dann nochmal zurückhalten. Diamantis, was soll ich Ihnen jetzt glauben lassen? Um seinen kannst du ihm glauben lassen, dass dicke Käfer unter seiner Haut umher marschieren? Ja, natürlich. Das, möchtest du es etwas spezifizieren? Welche Käfer sollen es sein? Nein, es soll ihn einfach nur in den Wahnsinn treiben. Wie lange dauert das? Wie lange hält es an? Nun, ich kann es länger anhalten lassen. Reichen dir 10, 15 Minuten? Ich denke, ihm werden die auf jeden Fall reichen. Gut. Gut. Ja. Zur Seite. Dragan, wir wollen mit den Gefangenen sprechen. Alles klar. Viel Spaß. Dann klickt das einmal, die Tür schwingt quietschend auf. Du kannst sehen, wie Ismaban dort sitzt, angekettet und durch böse anstiert. Und Ismaban, wie waren die letzten 3 Tage? Nee, nicht die letzten 3 Tage. Achso, ich dachte, wir haben 3 Tage hier noch verbracht. Nee. Haben wir ihn direkt heute reingeworfen? Ja. Achso, ja, dann. Und Ismaban, hast du es dir schon gemütlich gemacht? Ein bisschen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich einsetze. Keine Sorge. Antes hat mich gebeten, ein gutes Wort für dich einzulegen. Ja, dann holt mich echt ja hier raus. Einen Moment. Ich würde ihm freundlich eine Hand auf die Schulter legen und ihm die Worte einflüstern. Oh, sieh doch, da sind dicke, fette Käfer unter deiner Haut, sie krabbeln. Und ich würde eine Halluzination wirken. Die soll insgesamt 15 Minuten dauern. Also gebe ich insgesamt 7 ASP plus 2 ASP pro Spielrunde, also nochmal plus 6 ASP aus. Und es ist eine ganz normale Halluzination. Ich habe sie jetzt nicht erschwert oder erleichtert durch Zeitlassen oder ähnliches, weil ich denke, das klappt auch so. Das sieht gelungen aus. Ja, Magieresistenz von irgendwie 5 oder so ziehen wir ab, weil er ein Anführer ist, hat er 5 und nicht 3. Und gemeinsam mit seinem Aberglaube fängt er an, dich wegzuschubsen und fängt dann an, erst einmal zu kratzen, sich überall, während die Hände, kannst du sehen, wie da schon direkt nach den ersten 10 Sekunden das erste Blut fließt, und dann fängt er auch irgendwann an, sich zu beißen. Und dabei stößt er ein widerliches Gekreisch aus. So. Weißt das, was du wolltest, Diamantis? Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Das ist notwendig, Boltax. Anders lernen sie es nicht. Diese ständige Aufrührer, Piraten, eben nur um uns disziplinierten Beine zu stellen. Kann er mich noch hören? Ja. Ich habe nicht gesagt, dass wir nicht da sind. Er wälzt sich auf dem Boden herum, seine Ketten klirren die ganze Zeit und die ganze Zeit dieses unheimliche Kreischen, was im ganzen Schiff erklingt. Gut. Wenn Boltax sagt, dass du mich hören kannst, dann hörst du mich. Konzentriere dich auf meine Stimme. Das wird jetzt eine ganze Ewigkeit lang passieren. Ich habe mir beim ersten Mal gespart, dir die Bedingungen für deine Freilassung zu diktieren. Es wird welche geben, und nächstes Mal, wenn wir wiederkommen,
Wiederholen wir das Ganze entweder in den nächsten paar Monate oder Jahre, die wir hier noch auf See sind. Oder du wirst alles tun, was ich von dir verlange. Ich glaube, du hast mich verstanden. Danke dir, Voltax, wir sind fertig. Kein Problem. Reicht es schon? Soll ich ihn fallen lassen oder möchtest du die komplette Dauer ausgenutzt wissen? Ach, lass das ruhig zum Ende laufen, wenn das so funktioniert. Nun gut, es ist deine Entscheidung. Achtet bitte darauf, dass er nicht stirbt. Ja, Bagan, pass auf, dass er nicht verblutet. Und sollte das zu laut werden, dann sorg auch dafür, dass sie die Schnauze hält. Ich trete ihm gerne die Zähne ein, wenn du willst. Ja, er sollte noch reden können. Verständlich. Solche Grausamkeiten liebe ich außer Anfa. Nickt er damit anerkennend Boltax zu. Naja, Männer, holt mal Anschellen. Wir müssen ihm die Scheiße mal auf den Rücken binden. Sonst stirbt er ja wirklich noch. Man könnte sehen, wie die Dukaten gerade irgendwo in der Kiste herumkramt und dann zwei große Handschellen aus Eisen herbeigeholt werden. Das ist wirklich notwendig. Viel zu lange haben wir der Mannschaft den Piratenabschaum auf diesem Schiff so ein Verhalten durchgehen lassen. Jetzt, da Yala nicht mehr da ist, nutze ich die Gelegenheit und werde mal ein bisschen Disziplin unter die Mannschaft bringen. Nun, ich will nicht sagen, nutzt die Möglichkeiten, die euch gegeben sind, aber vielleicht sollten wir beim nächsten Mal etwas umsichtiger vorgehen. Die Art und Weise, wie ich mit der Verschwörung umgegangen wäre, ihr erinnert euch. Die von innen heraus zusammenfallen zu lassen, indem wir ein paar Sonderrechte einräumen, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich weiß nicht, ob das eine richtige Entscheidung war. Solche Verschwörungen dürfen wir gar nicht erst dulden und gar nicht auf unserem Schiff und nicht damit interagieren. Wir müssen sie zerschlagen, bevor sie sich festigen können. Und den Geist von jenen brechen, die sie anführen. Das sind harte Maßnahmen, Voltax, aber wir sind ein Kriegsschiff und patrouillieren die gefährlichsten Gewässer auf unserem Kontinent. Wir müssen mit harter Hand zugreifen, denn wenn wir unsere eigene Mannschaft nicht unter Kontrolle haben, wie sollen wir dann weiter das Leben aller auf diesem Schiff gewährleisten können? Nun, ihr habt gute Argumente, keine Frage, aber es widerstrebt mir trotzdem ein bisschen, einen derartigen Zauber gegen, unsere eigene Crew anzuwenden. Ich meine, keine Frage, wenn er ein Paktierer gewesen wäre, hätte ich nicht gezögert. Aber so... Naja, vielleicht finden wir beim nächsten Mal eine bessere Möglichkeit. Ich hoffe, das hat gereicht und wird kein nächstes Mal geben. Ja, damit würde ich mich dann auch wieder nach oben begeben. Derweil bei nicht ganz so grausamen Menschen, Serpentilio öffnet erneut die Tür. Du kannst wieder den Dukatengardisten dort erkennen und Canisitiana, der dort auf dem Bett sitzt, ihm geht das höchstwahrscheinlich etwas besser. Zumindest hat er ein Buch in seiner Hand. Ihr scheint euch tatsächlich gut erholt zu haben. Ja, mir geht es besser. Und ich habe mir tatsächlich gedacht, ihr könnt mir tatsächlich helfen. Wenn ich hier so oder so nicht rauskomme, wenn ihr jetzt... Nun, das Herauskommen lässt sich sicherlich arrangieren. Nur eure Stelle bekommt ihr auf keinen Fall zurück. Nein, ich möchte auch gar nicht mehr als Alchemist arbeiten, aber ich möchte dennoch mit meinem Wissen dienen. Das ist doch das, was ich tue. Und wenn ich das nicht loswerden kann, dann werde ich wahnsinnig. Nun, was schwebt euch also vor? Nun, ich möchte alles mit euch teilen, was sich in den letzten paar Tagen angestaucht hat. So sehr viel Wissen, was euch noch nicht zur Verfügung steht und... Ich hätte das ja alles... Fangt hiermit an. Und damit schiebt er über sein Bett drüber einen großen Folianten. Ich schaue auf den Einband. Es ist Tulamidia. Kann ich. Habe ich mir gedacht. Am 50. Tor von der Problematik weitreichender Prophezeiungen. Interessant. Das ist das eigentliche Buch. Ich hatte natürlich, das hattet ihr eben schon gemerkt, zu Lamin ein Buch gegeben, aber das ist nicht das, wo ich die Dinge zum Spiegel her hatte. Die astralen Geheimnisse sind zwar damit verknüpft, aber
Das ist das eigentliche Buch, was man benötigt. Die Unschärfe-Thesis von Niobara und Blicke in nicht nur Zukunft, sondern eben auch in die Vergangenheit. Ich bin mir sicher, hiermit lässt sich die These eurer Unschuld hinreichend vorantreiben. Ja, wenn ihr mögt, wir bewegen uns wieder. Ich weiß zwar nicht genau, wo wir hinwollen, aber lasst mich doch einmal mit dem Kapitän sprechen, dann. Also ich oder mit den Offizieren. Ich möchte einfach all mein Wissen teilen. Wie gesagt, es hämmert in meinem Kopf wie bescheuert und ich muss das einfach loswerden. Ich werde dem Kapitän meinen Bericht erstatten und ihm empfehlen, dass er sich mit euch zu meinem persönlichen Gespräch zusammensetzt. Ich bin mir sicher, ihr seid in der Lage, ihm die Weisheit eurer Gedanken klarzumachen. Mit meiner Hilfe kommen wir durch den Sturm unbeschadet. Sagt ihm das. Aber dies werde ich ihm unterbreiten. Ich schnipse mal, die Wache hört vermutlich sowieso zu. Ja, natürlich. Ich schnipse mal, werdet ihr so gut, ein wenig Papier aus dem Alchemistenlabor zu holen? Einen guten Stoß und ein paar Kohlestifte? Ganz normales Papier jetzt, oder was? Ganz normales. Der Mann hat viel zu erzählen und er soll es aufschreiben können, bevor er es vergießt. Ist das Labor nicht geschlossen? Hier ist der Schlüssel. Er nimmt ihn sich einfach, drückt dich so ein bisschen an die Wand mit seiner Schulter, als er rausgeht und verschwindet dann. Und die sind zu zweit, nicht wahr? Nee, er war alleine hier drin und draußen stehen nochmal zwei Leute. Okay. Ich schließe die Tür hinter ihm. Nun, wenn ihr irgendetwas zu sagen habt, das besser unter uns bleibt, ist jetzt der Moment. Nein, das soll alles nach draußen. Natürlich. Nun, gehabt euch wohl und schreibt auf, was euch durch den Kopf geht. Würfel mal eine Sinneschärfeprobe. Plus 18. Das 18? Sie ist erleichtert um die Hälfte deiner Holzbearbeitung. Da muss ich deine Holzbearbeitung ist 5. Habe ich eben nachgeguckt. Danke, dass du dies weißt. Dann kommt hier. Ich mache die einfach unmodifiziert, die Sinneschärfe. Ja. Wir gucken, was übrig bleibt. Das ist geschafft. Plus 18. Plus 18. Dann fehlen dir 4. Und erleichtert. Ich habe 5 Holzbearbeitung. Ja. 5 halbe? Geschafft? 5 halbe. Ach, das sind 3. Dir fehlt ein Punkt. Oh, komm, ein Punkt, Frosty. Ja. Willst du die 10 schippen, Daru? Für einen Schicksalspunkt von. Ich nehme dir einen Schicksalspunkt von Boltax ab und dann weißt du es. Der eine Punkt, den spende ich. Wahrscheinlich ist es wertlos, aber trotzdem. Ja, du überlegst kurz, als du das Buch von ihm abnimmst, du hattest ihm Papiere gegeben, von denen hast du selber nichts mehr gesehen, aber das Buch, deines Wissens, sollte er kein einziges Buch besitzen. Weder das Arachnoide Almagest, was du von ihm haben wolltest, wo auch immer dieses Buch herkommt. Das war niemals seine Kajüte im Vorfeld. Und als du dich noch einmal umblickst, das streich gerade über den großen Folianten, der wohl im Original vorliegt, und da kannst du erkennen, wie wohl in seine Kajüte mit seinem Fingernagel, der ein bisschen blutig verschmiert ist, du siehst, dass er wohl in das Holz hineingekratzt hat. Und das Buch da rausgezogen. Drehst dich wieder um, verschließt die Tür. Du kannst erkennen, wie der Dukatengardist daneben dir wieder entgegenkommt. Hier der Schlüssel. Hat wieder abgeschlossen. Danke sehr. Vielen Dank. Ihr seid eine Zierde eurer Zunft. Du mich auch. Wenn ihr mich entschuldigt. Ja, er tritt wieder ein. Ja, ich verneige mich leicht und gehe dann eiligen Schrittes direkt zu Abelmir. Und wenn ich Bortos auf dem Weg sehe, winke ich ihn mit. Ich komme. Einen Moment. Diamantis, ihr kommt jetzt alleine ohne mich klar. Ja, wir sind fürs Erste fertig, Boltax. Gut. Ich komme. Sepetilio wartet. Einen Moment. So. Gut. Ich gehe direkt zu Aramir und knalle vor ihm das Buch auf dem Tisch. Ihr wisst, was das ist. Sieht mir aus wie ein Buch. Dies ist eine der großen Geheimschriften der Hellsicht. Wo habt ihr das hier? Aus den Händen eures ehemaligen Bordalchemisten. Aus einer Zelle, in der es davor nicht war. Nun, dann hat er seine Schuld bewiesen. Wie ist das Buch hineingelangt, ist die Frage. Der Herr der Leben hat es überbracht, vermutlich. Wie ich sehe, hat er es aus Material des Schiffes geformt. Der Vollständigkeit halber möchte ich erwähnen, dass er sehr zuversichtlich verkündet hat, er wisse, wie er unbeschadet den Sturm passieren könnte. Weiter lügen. Er
verkündet ebenso, dass er ein großes Maß an Wissen hat, das er sehr gern mit euch, Kapitän, teilen möchte. Ich würde das Buch mal nehmen und aufschlagen und durchblättern. Sind da wirklich Sachen auf den Seiten oder ist es einfach nur ein falscher Einband? Bei diesem Buch handelt es sich um eine wüste Zusammenstellung zahlreicher Prophezeiungen, die teilweise bereits eingetreten oder falsch sein sollen. Sprache und Schrift wechseln immer wieder, teils im Text und sogar in den Illustrationen sollen sich Weissagungen verbergen. Etwas strukturierte Exemplare erhalten einen Abriss über Sphärologie und Schäfetersis der astralen Geheimnisse sowie Neobaras titelgebende Horoskope der 50 Tora oder Tage. Häufig widmet ein Kapitel Rohals 7 Fragen an den Drachen Fuldigor. Ein weiteres bietet eine grauenvolle Prophezeiung über das Ende der Welt. Dazu kommt eine Mixtur aus Andeutungen über Götter vergangener Zeiten, Zitate über das Wesen der Zukunft, Prophezeiungen, Orakelsprüche, Horoskope und anderem. Verfasst wurde das Buch wohl im Umfeld Neobaras. Und wenn du nach ganz vorne hier mal ansiehst, wer alles mitgeschrieben hat, dann fällt neben Neobara dein Blick eben auch auf einen Autor, den du bereits kennst. Unseren Magiergrafen? Euren Magiergrafen. Okay, ich muss dazu aber sagen, ich kann kein Thulamidia, ich kann nur Thulamidia. Wie gesagt, Sprache und Schriften wechseln sich ab. Geretikus, okay. Lecker Zeichen, Thulamidia, dazu gehören aber auch Visionen, ein wildes Gemisch aus weiteren Sprachen und Schriften. Ur-Thulamidia, Aureliani, Isdira beispielsweise auch dabei, Rogolan ist aber nicht dabei. Angram auch nicht, oder? Angram ist auch nicht dabei. Gut, das ist interessant. Ich würde mir dieses Buch gerne einmal ausleihen. So geneigt seid, Lord Magus, es könnte sicherer sein, ein Studium dieses Buches nur unter vier Augen durchzuführen. In der Tat, ich wollte es zunächst analysieren, ob etwas Magisches daran haftet. Ich denke, das werdet ihr bereits getan haben, oder Serpentilio? Noch nicht, ich kam direkt zu euch. Nun, in diesem Falle überlasse ich es natürlich euch. Kapitän, die Frage ist, woher er das Buch hat. Man kann nicht ein Buch aus aus Holz schnitzen. Nicht mit solchem Wissen. Ich denke eher, er hat das Holz des Schiffes als Material benutzt, um das Wissen, das bereits in seinem Kopf war, zu binden. Wenn ihr eine gewagtere These hören möchtet, vielleicht hat er es einfach direkt aus der Schwarzen Bibliothek herbeibeschworen. Wie gesagt, ein weiterer Beweis zu seiner Schuld. Wir sollten... Nun, ich habe ihm Papier geben lassen, in der Hoffnung, dass er weitere Werke... Ich mache einen Odem auf das Buch, während die beiden noch reden. Ich lass mir dabei Zeit. Denn nun, während seine Schuld sicherlich nicht zweifelsfrei bewiesen, aber deutlich indiziert ist, muss ich doch sagen, die Möglichkeiten zur Erlangung von vergessenem Wissen könnten... Nicht auf solche Weise. Ihr könnt sehen, wie Boltaks Augen sich verfärben, blau leuchten und dann schlägt sich das Buch von alleine auf und eine Seite wird aufgeschlagen, eine Doppelseite mit Fragmentschrift und zwei Illustrationen. Dabei handelt es sich einmal um ein gewaltiges Auge des Sturmes, was sich dort wohl abgebildet hat und im Inneren, beziehungsweise die Schriften selber bilden dieses Auge des Sturms, sind also im Kreis geschrieben. Und auf der anderen Seite eine weitere Illustration von einem Schiff. Sieht verdächtig nach der Drachentöter aus. Nun, offensichtlich sind wir gerade hier in der Prophezeiung. Und dir fällt auf, dass dieses Schiff wohl selbst einen Rahmen hat. Der Rahmen, das ist aber kein normaler Zierrahmen, wie ein Buch es ihn so hat, sondern es ist vielmehr ein goldener Spiegelrahmen. Das ist genau der Spiegel, den Kanesitana darstellen wollte. Und schaut mal hier. Ist das nicht der Spiegel? Lügen in einer Lüge. Worauf ich hinaus wollte, Kapitän, sollte sich dieses Werk als, sagen wir, unbedenklich erweisen, was spricht dagegen, noch ein oder zwei weitere in Empfang zu nehmen? Mit der gebotenen Vorsicht. Denkt an all das Wissen, Kapitän. Es gibt keine Vorsicht beim Herrn der Lügen. Komm auf Neugier. Komm, du willst es doch auch. Nein, ich will es nicht. Ich weiß, ich bin einem hohen Dämon dieser Dämonen begegnet. Ich will das garantiert nicht. Das sind Anfängerzahlen. Mhm. Ja, gut, dann Selbstbeherrschung plus Neugier. Okay, du sagst? Ich meine, ist ein Paradebeispiel für Neugier, oder? Ja, also wenn du jetzt den Nachteil triggern willst, dann tatsächlich musst du es jetzt auch machen. Ich will es ja gerade nicht irgendwie. Ja, dann ist eine Selbstbeherrschungsprobe, wird das dann klären. Ach,
Ja. Ach, oh Mann. Dann darfst du widerstehen. Aus dieser Domäne wollen wir kein Wissen erhalten. Es sind Lügen, die uns tiefer in den Schlund hineinziehen.